Guten Abend, ich lese. Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen bei Kinder, Frauen, Ältere im dunkelgrünen Kapitel und das Kapitel heißt insgesamt das richtige Medikament finden und der Teil heißt halt Kinder, Frauen, Ältere. Es gibt einen Arzneischeck mit dem Thema, nehmen Sie die Pille, dann wird gibt es hier Fett abgesetzt, Gefahr für Frauen unterschätzt, mehr Nebenwirkungen bei Frauen, Bluthochdruck in der Schwangerschaft, Medikamente in der Schwangerschaft. Dann gibt es noch einen weiteren. Arzneischeck habe ich gesagt, dann gibt es einen Kasten, nutzen Sie alle Voruntersuchungen und es wird auf eine Webseite für weitere Informationen zu Blutdrucksenkern in der Schwangerschaft verwiesen, das ist Embryotox. Dann geht es um Kinder und Jugendliche. Ja, und das Ganze endet mit einer Checkliste Besonderheiten im Alter. Das Kapitel ist ein bisschen länger. Ich hole mal die Eieruhr. Ich habe die zum Kochen gebraucht. Kinder, Frauen, Ältere. Bluthochdruck ist nicht nur Männersache. Bei Frauen, aber auch bei Kindern und älteren Menschen sind einige Besonderheiten zu beachten. Was haben Kinder, Frauen und Senioren gemeinsam? Es sind Patientengruppen, die in klinischen Studien mit Medikamenten oft unterrepräsentiert sind. Denn Kinder möchte man nicht unnötigen. Denn Kinder möchte man nicht unnötigen Risiken aussetzen. Auch bei Frauen ist Vorsicht geboten, weil bei einer potenziellen Schwangerschaft das Ungeborene durch Medikamententests gefährdet werden könnte. Ältere oder hochbetagte Menschen haben auch viele Begleiterkrankungen, was meistens ein Ausschlusskriterium für die Teilnahme an Studien bedeutet. So sind viele Arzneien für diese genannten Patientengruppen nicht so gut geprüft. Umso vorsichtiger sollten sie dosiert werden. Manchmal kommt nur ein bestimmtes Medikament in Frage. Gefahr für Frauen oft unterschätzt. Frauen wiegen sich oft in falscher Sicherheit. Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck ist doch alles Männersache. Es stimmt tatsächlich, dass die weiblichen Geschlechtshormone, die Östrogene, vor Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Doch nur bis etwa zum 50. Lebensjahr, also bis zu dem Zeitpunkt, wo die Wechseljahre einsetzen. Ab dann sinkt der Östrogenspiegel und im Gegenzug steigt der Spiegel des auch bei Frauen gebildeten männlichen Hormons Testosteron. Diese hormonelle Umstellung wirkt sich ungünstig auf den Blutdruck aus. Mehr als die Hälfte der Frauen entwickeln im Laufe der Wechseljahre eine Hypertonie. Sind in jüngeren Jahren deutlich weniger Frauen als Männer betroffen, gleichen sich später die Anteile von betroffenen Männern und Frauen an. Insgesamt verschiebt sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen um etwa 10 Jahre. Eine 60-jährige Frau hat in etwa das Risiko eines 50 Jahre alten Mannes.
Und so sind in Deutschland auch für Frauen Herzinfarkt und Schlaganfall die führenden Todesursachen. Und nicht nur das. Die Sterblichkeit beim Herzinfarkt ist bei Frauen höher als bei Männern. Ein Grund dafür, Frauen nehmen sich weniger als Risikopatientinnen wahr. Und auch Ärztinnen und Ärzte unterschätzen nicht selten die Gefahr für Frauen. Vor allem sind aber die Symptome bei Frauen anders als bei Männern und werden deshalb nicht mit einem Herzinfarkt in Verbindung gebracht. Deshalb vergeht wichtige Zeit, die für die Behandlung eines Herzinfarkts dringend genutzt werden muss. Auch dies führt dann zu einer höheren Sterblichkeit bei Frauen. Sie kommen einfach zu spät in die Klinik. Arzneishake. Nehmen Sie die Pille, ist farblich abgesetzt in diesem dunklen Grün. Das Verhütungsmittel verdoppelt bis verdreifacht bei jungen Frauen das ansonsten sehr niedrige Risiko für Bluthochdruck. Macht sich eine Hypertonie als Nebenwirkung bemerkbar, sollten Sie zusammen mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt überlegen, auf andere Präparate oder alternative Verhütungsmittel umzusteigen. Die Pille kann im Übrigen die Wirkung von blutdrucksenkenden Mitteln abschwächen. Aha. Mehr Nebenwirkungen bei Frauen. Es gibt weitere Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen, insbesondere ältere, reagieren tendenziell empfindlicher auf Medikamente als Männer, denn sie verstoffwechseln die Substanzen schlechter und scheiden sie langsamer aus. Daher bleiben die Stoffe länger im Körper und wirken stärker, sodass gerade bei schlanken, leichtgewichtigen Frauen die Standarddosierungen oft zu hoch sind. Frauen leiden deshalb häufiger unter Nebenwirkungen als Männer. So bekommen weibliche Patientinnen unter ACE-Hemmern deutlich häufiger einen trockenen Reizhusten als männliche Patienten. Wenn Sie einen Beta-Blocker einnehmen, sollten Sie besonders als Frau darauf achten, dass Ihr Puls nicht zu langsam wird. Zudem wirken bestimmte Beta-Blocker, zum Beispiel Metoprolol und Propranolol, in gleicher Dosierung wie bei Männern deutlich stärker. Auch die Nebenwirkungen sind gravierender. Wenn Sie ein Diuretikum einnehmen, gilt es, ein zu starkes Austrocknen zu verhindern. Das kann sich durch Schwindel im Stehen oder beim schnellen Aufstehen bemerkbar machen. Frauen sollten deshalb genau beobachten, wie ihnen die Medikamente bekommen und beim nächsten Arztbesuch davon berichten. Und jetzt kommt was, was ich kritisch sehe. Gut, Hochdruck in der Schwangerschaft, Medikamente in der Schwangerschaft. So. Der Grenzwert wird sowieso immer weiter abgesenkt und jetzt steht hier was, was ich nicht gut finde. Bluthochdruck in der Schwangerschaft. Auch wenn es normal ist, dass der Blutdruck durch eine Schwangerschaft etwas ansteigt, der Grenzwert von
140 zu 90 Milligramm Quecksilbersäure sollte auch mit einem Kind im Bauch nicht überschritten werden, um die Gesundheit der Mutter und die optimale Versorgung des Ungeborenen nicht zu gefährden. Ich finde, das ist so dermaßen daneben, dass man das so hier reinschreibt. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Bei Ihnen wurde ein erhöhter Blutdruck während der Schwangerschaft festgestellt. Das kommt relativ häufig vor, nämlich bei ungefähr einer von 10 Schwangeren. Dabei werden zwei Formen unterschieden. Die Blutdruckwerte waren bereits vor der Schwangerschaft erhöht. Es handelt sich also um einen schwangerschaftsunabhängigen Bluthochdruck. Der Bluthochdruck entwickelt sich erst während der und durch die Schwangerschaft, meistens im dritten Drittel, nach der 20. Schwangerschaftswoche. Nach der Geburt klingt dieser Schwangerschaftshochdruck innerhalb weniger Wochen wieder ab. Sowohl der schwangerschaftsunabhängige Hochdruck als auch der Schwangerschaftshochdruck sind normalerweise gut regulierbar. Bis zu Werten von 160 zu 110 Milligramm Quecksilbersäure besteht die Möglichkeit, ohne Medikamente auszukommen. Ich sehe das Ganze hier ziemlich kritisch. Dabei ist im Gegensatz zu anderen Bluthochdruckpatienten bei Schwangeren vor allem Schonung angesagt. Viele Ruhepausen, Einschränkungen der Aktivität, eventuell sogar Bettruhe. Schwangerschaft ist keine Krankheit. Was hier steht, ist absoluter Humbug. Dann sollten Sie über Arbeitserleichterung und Arbeitszeitverkürzung nachdenken. Eine verminderte Kochsalzaufnahme oder eine Gewichtsreduktion wird bei Schwangeren nicht empfohlen. Alkohol verbietet sich gänzlich in der Schwangerschaft. Ich sage es nochmal, Schwangerschaft ist keine Krankheit und höherer Blutdruck gehört dazu. Sie müssen Medikamente gegen Bluthochdruck einnehmen und wünschen sich ein Kind. Dann sollten Sie beim nächsten Arztbesuch besprechen, ob die Mittel für die Zeit der Schwangerschaft eventuell abgesetzt werden können oder auf welche Blutdruckmedikamente Sie umstellen sollen. ACE-Hämmer und Sartane zum Beispiel sind absolut ungeeignet für die Schwangerschaft. Ich würde vor allem das Absetzen der Medikamente diskutieren und mich ein bisschen mehr bewegen und abspecken. So. Und der Grenzwert lag früher bei 160 zu 110. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. So. Und jetzt auch noch farblich abgesetzt, nutzen Sie alle Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft und messen Sie täglich den Blutdruck zu Hause, denn es gilt, eine sogenannte Präeklampsie frühzeitig zu erkennen. Eine Präeklampsie ist eine Schwangerschaftserkrankung, die neben einem erhöhten Blutdruck durch vermehrte Eiweißausscheidung im Urin gekennzeichnet ist und lebensbedrohliche Komplikationen nach sich ziehen kann. So.
Medikamente in der Schwangerschaft. Fachleute empfehlen in den aktuellen Behandlungsleitlinien, dass eine Schwangere ab Werten von 160 zu 110 Milligramm Quecksilbersäule mit Antihypertensiva behandelt werden sollte. Aber auch schon bei Werten über 140 zu 90 Millimeter Quecksilbersäule kann eine Behandlung mit Medikamenten erwogen werden. Zum Beispiel, wenn der hohe Blutdruck durch Organveränderungen und Beschwerden geführt. Wenn der hohe Blutdruck zu Organveränderungen und Beschwerden geführt hat. Aha, also nur bei 140 zu 90, wenn es zu Beschwerden und Organveränderungen kommt, steht hier. Und da oben steht, der Grenzwert von 140 zu 90 sollte auch mit einem Kind nicht überschritten werden. Ich finde das hier fragwürdig, was hier geraten wird. Es müssen Nutzen und Risiken für Mutter und Kind gegeneinander abgewogen werden. Auf der einen Seite kann der Hochdruck für die Mutter lebensgefährlich werden und dem Ungeborenen drohen zum Beispiel Wachstumsverzögerungen. Doch auf der anderen Seite gelangen Medikamente durch den Mutterkuchen in den Körper des ungeborenen Kindes, sodass auch hier bei einigen Mitteln die Gefahr besteht, dass sie Wachstumsverzögerungen verursachen. Es gibt allerdings ein Mittel, das sich bei Schwangeren bewährt hat, Methyldopa aus der Gruppe der Alpha-2-Antagonisten. Es ist in diesem Fall der Favorit unter den Blutdruckmitteln, weil sich in den Untersuchungen keine wesentlichen unerwünschten Wirkungen für die schwangere Frau und für das Ungeborene gezeigt hat. Die Studien haben außerdem ergeben, dass unter Methyldopa rund um die Geburt seltener Blutdruckrisiken auftreten und sich die Rate der Fehlgeburten deutlich reduziert gegenüber einem unbehandelten Bluthochdruck in der Schwangerschaft. Als Reservemittel gelten Metoprolol aus der Gruppe der Beta-Blocker und ab dem vierten Schwangerschaftsmonat Nifedipin. Diese drei Medikamente sind auch die Mittel der Wahl für die Stillzeit. So. So, dann geht's weiter mit Kindern. Das mache ich erstmal. Tschüss. Ach ja, da gibt es noch einen Tipp. Die Internetseite. Weitere Informationen zu Erkrankungen und Medikamenten in der Schwangerschaft erhalten Sie unter www.embryotox.de, eine Webseite, die vom Bundesministerium für Gesundheit und der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit finanziert wird. Tschüss. Mhm.